Hallo zusammen. Wenn Sie mich hören, bitte, bevor wir anfangen, können Sie bitte auf den Chat einfach schreiben, ja oder nein, und dann können wir weitermachen. Danke. Also, wenn Sie mich hören, falls ein Problem mit dem, also mit dem Fenster geben oder Audioprobleme, Videoprobleme, können Sie gerne einfach schreiben. Wenn es alles in Ordnung ist, dann kann ich weitermachen. Ja, okay, gut. Also, ich habe ja bekommen. Schaut alles in Ordnung. Gut, also zuerst willkommen zu unserem ersten Webinar für 2024. Also für diejenigen, die schon also letztes Jahr oder in 2020 also schon in einem Webinar teilgenommen haben, wissen ein bisschen schon, wie das Ganze läuft. Ich werde ganz am Anfang, also das ist nur eine Zusammenfassung, was wir heute besprechen werden. Also ich werde kurz nur ein bisschen also über Basic erstmal sprechen. Basic ist natürlich unsere Mutterfirma, die zwei, also Franchisen San Ballast und San Kong sind Teil des Basic Solar Systems in Italien. Dann werden wir über die verschiedenen Systeme reden, Fragen beantworten und dann, wenn das, wenn wir alles also abgeklärt haben, dann gehen wir, machen wir weiter mit also technisches Büro. Was macht ein technisches Büro? Was wir anbieten? Was Sie zum Beispiel, wenn Sie schon bei uns, also von uns einen Bericht oder ein Angebot oder die Steine vielleicht schon installiert oder ausprobiert haben, was würden Sie gerne haben? Also was empfehlen Sie, dass wir machen können, um die, also um unsere Arbeit zu verbessern oder einfach die Steine, die Berichte, alles, was Sie haben möchten. Und dann werden Sie natürlich meine Kontaktdaten finden, falls Sie mich nicht kennen. Zuerst werde ich einfach Fragen stellen, sodass ich Sie ein bisschen besser kenne. Die sind nur also Auswähloptionen. Sie können gerne die erste jetzt beantworten. Genau, also wie würden Sie, also einfach, womit beschäftigen Sie sich? Also sind Sie Installateur, Händler, Planer, Großhändler oder Händler ist einfach die gleiche Sache. Und EPC, also EPC, das natürlich, Sie machen alles. Sonstiges bleibt dann, also das schon klar. Ich warte nur ganz kurz, bis alle beantwortet haben. Okay, also die meisten sind Installateur. Und eigentlich, das, jetzt haben wir mehr EPCs als, als letztes Mal. Ja, viel mehr eigentlich. Okay. Fast 90% haben schon ausgewählt. Und ja, also 38% Installateur, 14% Händler und dann 24% Planer und EPCs. Gut, also wir werden natürlich heute, ich glaube, also die Installateure haben verschiedene Fragen, aber wahrscheinlich auch die Händler und Planer und EPCs werden fast gleich die gleiche Fragen wie die Installateure haben. Das, das kann also, ich schätze einfach, dass es so sein wird. Erstmal fangen wir ganz kurz, also Basic Solar Systems oder Basic SRL würde schon also ist jetzt seit also 12 Jahren im Betrieb und also wir bieten seit mehreren Jahren, jetzt seit 2012, die San Ballast Steine an. Erstmal haben wir natürlich nur in Italien angefangen. Wenn die Struktur dann in ein paar Jahren, also in den ersten 5 Jahren, wir haben gesehen, dass es sehr beliebt war und für verschiedene Arten von Flachdächern, wo man das Dach nicht bohren darf, das wäre eine sehr gute Lösung. Und dann haben wir natürlich verschiedene, also Lösungen angeboten und in andere Länder in,
also nicht nur in Europa, aber jetzt auch in die Vereinigten Staaten, Nord- und Südafrika und auch in andere, also Länder. Wir haben also mehrere Standorte in Italien, wo nicht nur also unsere Hauptsitze, sondern auch Nebensitze in Nord, Zentrum und Süd. Und wir haben momentan 8 verschiedene also Stellen, wo wir überall in Italien die Steine produzieren. Ab letztes Jahr haben wir auch eine also Vereinigten Staaten. Die neue Strukturen, die wir auch anbieten, sind die Profilstrukturen für Schrägdächer. Die sind natürlich also ganz normale Strukturen, Profil-Aluminiumstrukturen für Ziegeldächer, Trapezblechdächer, Elefantblechdächer, alle Arten von also geneigte Dachflächen. Das ist also nur eine kurze Vorstellung. Ich werde natürlich, bevor ich mit Sandballast anfange, auch eine andere Frage stellen. Also die ist ganz einfach. Kennen Sie schon Sandballast? Haben Sie schon unsere Struktur ausprobiert, installiert oder sind Sie neu? Also, gut. Also die meisten eigentlich, okay, am Anfang war es mehr ja, jetzt ist es mehr nein. Gut, dann, also es freut mich, dass wir im Webinar so viele neue Leute haben, die Struktur nicht ausprobiert oder montiert haben. Das wird also, wenn Sie Fragen dazu haben, bitte schreiben Sie auch einfach auf den Chat. Ich würde sie gerne beantworten. Ja, also die meisten haben die Struktur noch nicht ausprobiert. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr über die verschiedenen Lösungen reden. Falls diejenigen, die schon die Steine schon ausprobiert haben, falls die also weitere, mehr, sage ich, spezifische Fragen haben, würde ich die gerne auch beantworten. Ich schaue mal ganz kurz, ob es Fragen gibt. Momentan sehe ich keine. Gut, dann fangen wir einfach mit die verschiedenen Lösungen an. Also die Steine die sind gedacht für alle Arten von Installation, also alle Südausrichtung, Ost-West-Ausrichtung und Segelsysteme und es gibt auch das Connect-System. Die Einzelreihe-Systeme sind natürlich für Süd ausgerichtete oder einfach gemischte Ausrichtung, Anlage. Ein Segelsystem ist natürlich also für mehr spezifische, zum Beispiel Dächer, wo man nicht genug Platz hat oder andere Arten von, also diese Installationen. Das Connect-System ist dann für große industrielle Dächer gedacht, da das System viel leichter als die andere normale Systeme ist. Das Ost-West-System ist natürlich am beliebtesten, also in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Das Ost-West-System kennen wir alle und wir bieten das dann in verschiedene, also alle Neigungen an. Die Neuheit dann, die wir letztes Jahr im Markt gebracht haben, werden wir auch später besprechen. Wir fangen jetzt einfach mit die Einzelreihe-Systemen an. Also, wie Sie schon manche von euch also wissen, wir bieten die Steine von 0 Grad bis 30 Grad an. Wir haben für auch einen 35 Grad Stein angeboten, aber seit Anfang, glaube ich, letztes Jahr nicht mehr, weil der Stein war ein bisschen zu hoch ich will mal sagen, für die Tirol und schweizerische Bereiche. Und wir haben das einfach von unserem Sortiment weggenommen. Jetzt bieten wir die Steine nur, also von 0 bis 30 Grad an. Und wir haben natürlich nicht nur eine Variante pro Neigung. Wir haben mehrere Varianten für jede Neigung. Also auch die 15 und 20 Grad Systeme haben zwei Varianten, die wir später zusammen sehen werden. Also ich werde jetzt ein paar Bilder, also Referenzbilder und ganz normale, also wie man das installiert. Falls Sie Fragen zu der Installation oder die
Flächen, zum Beispiel die Dachbelägung, wo man das also installieren darf oder nicht, wie wir das überprüfen, können Sie gerne nachfragen, also anfragen. Also die Einzelreihe-Systeme, wie gesagt, die bieten wir in alle verschiedenen Neigungen an. Die Neigungen sind 0, 3, 5, 10, 11, 15, 20, 30 Grad. Die Auslegung kann natürlich süd oder gemischt sein. Und es gibt also natürlich verschiedene Installationsarten, quer und vertikal. Also beide würden passen. Ich habe jetzt eine Frage. Wird das Webinar für später aufgezeichnet? Ja, das wird also auf unserer Webseite verfügbar sein. Genau, man kann die natürlich die Steine und die einzelnen Reihen, so wie man haben will, anordnen. Am besten ist es laut unserer Montageanleitung oder unserem technischen Bericht, die Anlage zu montieren, zu installieren, weil wir machen also verschiedene Berechnungen. Wir berechnen nicht nur Windlast, aber auch die gesamte Statik aufs Dach und auch die Verschattung. Also für diejenigen, die unseren Bericht schon gesehen haben, es ist natürlich, also in dem Bericht ist es nicht also geschrieben irgendwo oder kalkuliert, dass wir auch die Verschattung angepasst haben, aber das machen wir immer. Wir haben für alle Strukturen, alle verschiedenen Neigungen Empfehlungen. Also das heißt, welche Reihabstände muss man zwischen die Modulreihen haben? Und je hoher ein Modul ist, zum Beispiel, desto höher der Neigung des Steins ist, natürlich muss man auch mehr Abstand zwischen den Reihen haben. Das können Sie eigentlich ganz einfach, wenn wir auf unsere Website gehen. Ich erkläre Sie ein bisschen, wie Sie die technischen Daten, also verschiedene Infos auf unserer Website finden können. Sie gehen einfach, das ist unsere Homepage, gehen Sie einfach auf Ballastelemente für Flachdächer. Entschuldigung. Und ganz unten finden Sie natürlich alle verschiedenen Systeme. Das NoFlex-System haben wir in unserer Präsentation, glaube ich, nicht, aber ich kann das gerne auch ein bisschen vorstellen. Also finden Sie mehr heraus. Hier haben wir natürlich also ein paar Videos und Beschreibungen. Und wenn Sie ganz unten gehen, finden Sie alle verschiedenen, also Einzelreihe, Standard, Beine. Und dann, wenn die Standardsteine natürlich bis 30 Grad sind, dann finden Sie die verschiedenen segelförmigen und Connect-Systeme. Gehen wir einfach auf den 10 Grad Stein. Also einfach auf dem Bild drücken und dann öffnet sich also eine andere also Seite, wo man alle also verschiedene technische Angaben finden kann. Also Menge pro Palette, Ballast pro, also pro Stück, Gewicht pro Stück, Palettenabmessungen. Und hier finden Sie Abstand zwischen den Paneelen, das heißt Abstand zwischen den Reihen. Wenn man also den 10 Grad Standardstein verwenden will, muss man zumindest 60 cm Abstand zwischen den Reihen freilassen. Gesamtgewicht der Palette 600. Ausrichtung des PV-Moduls heißt, also darf man das quer oder vertikal, also Porträt installieren. Kontaktieren ist natürlich also, da können Sie einfach an uns direkt schreiben. Und hier finden Sie das Datenblatt. Das ist der 10 Grad Stein. Jetzt haben wir das geändert. Also der ist der ganz normale, weil wir hatten zwei verschiedene Steine, 10 Grad Steine, einen Shed und einen 60 Kilo Stein. Und jetzt bieten wir nur eine davon. Und das wäre der Stein, der 10.V. Genau. Hier finden Sie also eine Darstellung, also Ansicht, Obersicht und die zwei verschiedenen Verlängerungen der Paneele. Also das wäre hier die horizontale Verlängerung, Querverlängerung und hier vertikal. Die Modulabmessungen, die Sie hier finden, weil ich bekomme manchmal also eine Anfrage wegen den Modulabmessungen. Das sollte irgendwo hier stehen. Die Modulabmessungen. Na, das ist aber die neue technische Datenblatt, die Modulabmessungen nicht mehr. Aber wie Sie sehen, ganz hier, also hier oben, diese Nummern hier, die sind natürlich also in Millimeter. Wenn wir diese zusammen, also wenn wir 20 plus, also 58 plus 20 machen, dann ist es nicht
die Standardbreite eines Moduls. Also die Standardmodule haben also 113 Zentimeter Breite, aber die Module, die wir hier gezeichnet haben, die sind also maximal 99 Zentimeter Breite. Das heißt aber, dass 99 Zentimeter Breite ist die minimale Breite der Module, nicht die maximale. Weil ich bekomme immer, also manchmal, nicht immer, aber manchmal diese Frage, ob man die Standardmodule also mit unserem System verwenden darf. Gut, das war also die Einzelreihe-System, also die wir haben. Die sind ganz einfach zu installieren. Ich habe eigentlich hier eine Montageanleitung. Die finden Sie einfach auf YouTube. Also ich selbst habe einfach Sambalast Montageanleitung geschrieben. Und das ist rausgekommen. Also das Standardsystem. Hier haben Sie also die Zeit, wie lange es dauert. Und ich glaube, die werden ungefähr, also nur drei oder sechs, vier Module, sowas. Ja, es werden vier Module sein. Die ganz am Anfang kommen die natürlich die Schutzmatten, die wir immer anbieten. Die Schutzmatten sind natürlich für Foliendächer, Betondächer, Betondächer, alle Arten von Dächer, die nicht ein Gründach oder ein Substratdach sind, geeignet. Und dann kommen natürlich die Steine. Wir haben auch also eine Profilschiene für die Montagehilfe, die man auch bei uns bestellen kann. Manchmal bieten wir das umsonst, weil also es kostet nichts viel, aber es gibt auch immer diese Möglichkeit. Dann, ja genau, da kommen die Steine. Ich würde empfehlen, dass Sie, wenn die Steine zum Erstbestellen und montieren, das als also es ist ein zwei, es müssen zumindest also zwei Mitarbeiter die Steine tragen, weil die sehr schwer sind, diese 60 Kilo Steine. Genau. Und dann kommen einfach, okay. Dann kommen einfach die Module drauf. Eine Frage, die ich auch noch bekomme, ist, ob man die Module direkt auf den Stein befestigen darf. Ja, also das Video ist ein bisschen alt, deswegen steht auch 35 Grad, aber bis 30 Grad. Ja, man darf die Module direkt auf den Stein befestigen, aber es müssen Standard, nicht nur Standard, also Standard von Abmessungen, aber es müssen ganz normale Module mit Rahmen. Wenn die Module ohne Rahmen sind, dann ist es leider nicht möglich. Dann müssen Sie Profilschienen verwenden oder eine Art von eine andere Struktur. Aber die ganz normale Module, egal die Größe, können Sie natürlich laut dem Video montieren. Also vier Module und die Kollegen hier haben also nur 15 Minuten gebraucht. Es konnte auch viel schneller oder auch ein bisschen langsamer gehen. Aber ich würde sagen, es ist viel schneller als andere Strukturen. Gut. Falls Sie Fragen zum Standardsystem haben, würde ich gerne die beantworten. Haben wir momentan nicht. Gut. Dann gehen wir zum Sägesystem weiter. Also, das Sägesystem, hier bekomme ich auch mehrere Fragen. Es ist ein bisschen, also es ist nicht ganz klar, wie das funktioniert, weil das Sägesystem hat auch Verbindungsplatten und es hat auch zwei verschiedene Neigungen. Deswegen werde ich das Sägesystem ein bisschen deutlicher, ich versuche es zumindest zu erklären. Das System, was Sie hier sehen, das wäre der 5 Grad Stein. Das ist also, die sind alle 5 Grad Steine, aber einfach erhöht. Das ist unser 5 Grad Sägesystem. Ich schau mal, also den 11 Grad haben wir hier nicht. Wir fangen einfach mit 5 Grad erste Reihe, 5 Grad zweite Reihe und dann bis zu sechs maximale Reihen. Das ist aber das 5 Grad Sägesystem. Das 5 Grad Sägesystem ist auch möglich, die Module mit diesem System auch Porträt, also vertikal zu installieren. Aber mit dem 11 Grad Sägesystem ist es leider nicht. Ich suche jetzt auf unserer Website beide Systeme, sodass Sie die Differenzen sehen können. Also einfach Produkte, Ballastelemente für Flachdächer und hier segelförmiges System.
Genau, ganz unten. Es gibt ein paar Referenzbilder, verschiedene Installationen und ja, so 5 Grad und 11 Grad. Mach beide auf. Okay, also das 5 Grad Segelsystem, wie Sie sehen, es hat verschiedene Steine. Das ist die 5.2. Das hier wäre der 5.1. Und dann alle 6 verschiedene Steine. Ganz unten auf dem technischen Datenblatt werden wir die zwei Anordnungen sehen. Also, das hier wäre die horizontale, quere verlegende Paneele. Aber wenn Sie hier sehen, es gibt eine Verbindungsplatte und hier unten gibt es nicht. Das ist aber die vertikale Verlängerung. Aber wenn die Module eine Breite größer als 108 cm haben, dann können wir leider die Verbindungsplatte nicht verwenden, weil natürlich die Verbindungsplatte ist zu kurz und die Module, die Steine eigentlich werden also ein bisschen zu weit voneinander stehen. Deswegen erkläre ich immer an, also wenn ich eine Anfrage bezüglich dieser Verbindungsplatte bekomme, dass es ist auch möglich, das Segelsystem ohne Verbindungsplatten zu montieren. Wir werden einfach das Material auf unserem Bericht, das also genaues Material, anbieten und mit diesem Material, was ich Sie natürlich angeboten habe, wäre es möglich, die Module als ein Sägesystem zu installieren. Die Reihen werden aber leider nicht miteinander verbunden sein. Und dann natürlich gibt es auch die vertikale Montage, wie Sie hier sehen. Genau. Und jetzt haben wir also alle verschiedenen Steine der 5 Grad erste Reihe, alle verschiedenen, also technische Daten, die man braucht. Und noch wichtig ist, dass diese einzelnen Steine, also 5 oder 5,2 oder 5,3, alle bis zu 5,6 können wir auch als Einzelreihesysteme anbieten. Das heißt, wenn Sie ein Ost-West-System 5 Grad mit dem höchsten Stein realisieren möchten, dann können wir diesen Stein einfach den 5,6 natürlich anbieten. Wie Sie sehen, also der Stein ist sehr hoch und konnte für intensiv gegrünte Dächer also verwendet werden. Genau, das wäre der 5 Grad Stein. Jetzt haben wir die 11 Grad segelförmige System. Genau, 11.2 und 11.3. Die 11.2 und 11.3, die sind die beliebtesten Steine in der Schweiz. Alle wollen nur diese zwei Steine haben. Hier sehen wir also, denn mit dem 11 Grad Sägesystem ist nur eine horizontale, quere Montage möglich. Die Steine sind zu kurz, wie Sie sehen. Also, das wäre eine 5 Grad Stein. Der 5 Grad Stein ist quasi 1 Meter lang, aber die 11 Grad Steine sind nur 70 Zentimeter. Nur der erste Reihe, die ist 85, aber die zwei anderen, die wir am meisten in der Schweiz verwenden, die sind nur 70 Zentimeter lang. Man darf die für vertikale Verlegung leider nicht verwenden. Sie werden die Befestigungspunkte der Modulhersteller nicht respektieren und sie werden unsere Empfehlungen nicht respektieren, wenn sie die Module, also die Steine für vertikale verlängernde Module verwenden. Und dann haben wir die verschiedenen Steine, die wir auch natürlich als Einzelreihensysteme anbieten. Den 11.K erste Reihe, jetzt bieten wir nochmal, also schon wieder, auch als Einzelreihensystem an. Letztes Jahr haben wir das also vom Markt weggenommen, aber jetzt bieten wir diesen Stein schon wieder an. Das ist ein 11 Grad Stein, sehr leicht und es würde eine gute Option anstatt ein 10 Grad 60 Kilo Stein. Also eine gute Variante, falls Sie nicht zu viel Gewicht oder falls die Steine, die Module ein bisschen tief stehen müssen. Dann haben wir den 11.2 Stein. Der 11.2 Stein wird am meisten also als Einzelreihensystem nicht angeboten, aber als ein Ost-West-System ist er sehr beliebt, weil beim Ost-West-System braucht man nicht so viel extra Gewichte, weil natürlich sind die Reihen, sage ich mal, geschlossen und die sind nicht windexponiert.
Und dann der 11 Grad Stein, 11,3 Grad Stein. Dieser Stein ist natürlich für Gründächer am meisten also verwendet, wo man ein bisschen intensiver also begrünen kann. Und hier finden Sie die verschiedenen Daten. Gut, also das war das Segelsystem. In diesem System verwenden wir, das Segelsystem verwenden wir am meisten also für Balkonkraftwerke, also für, wenn es nicht zu viel Platz gibt, oder für Bodensysteme, wo im Garten zum Beispiel, wenn man nicht zu viel Platz verwenden will für die, also für die Anlage. Hier finden Sie ein paar verschiedene, also Referenzbilder. Es ist natürlich auch möglich, die Reihen abzubrechen. Man muss nicht immer von Anfang an anfangen. Man kann auch von, zum Beispiel, man kann auch von 5,3 von hier anfangen. Man kann auch von 5,5, so wie Sie das haben möchten. Es ist natürlich möglich. Also ein paar andere Bilder. Genau. Das hier ist ein Referenzbild, wo man keine Verbindungsplatte für eine quere Montage also verwendet hat. Genau. Falls Sie noch Fragen, ich schaue mal beide auf die. Es gibt momentan keine Fragen. Gut. Dann gehen wir weiter zu unserem, glaube ich, am wenigsten bekannten System, aber der eigentlich eine gute Lösung wäre für viel große industrielle Foliendächer. Das wäre eine der besten Lösungen dafür, falls Sie solche Systeme haben. Bevor ich mit diesem System weitermache, werde ich auch die letzte Frage an Sie stellen. Und zwar, welche Systemgröße planen und installieren Sie am häufigsten? Also sind diese Anlagen weniger als 50 Kilowatt, sind die dazwischen oder größer? Für größere Anlagen ist natürlich dieses System das Beste, also die beste Lösung bei uns zumindest. Für andere weniger also Anlagen wären die Segelsysteme und die Auswärtssysteme eine bessere Lösung. Wir werden aber natürlich alle Systeme anschauen. Die zwei ersten haben wir schon. Okay, ich habe jetzt mehrere also Antworten bekommen. Gut. Also die meisten machen weniger als 50 Kilowatt. Das heißt natürlich, also wir haben viel, also viele Installateure als Vertriebspartner, die unsere Steine und Privatkunden anbieten. Und dann 10% machen also dazwischen, zwischen 50 und 150 und dann mehr 150 Kilowatt. Gut, also für die, die mehr als also größere Anlagen haben als 150 Kilowatt, würde dieses System eine der besten Lösungen also sein. Schon wieder gehen wir auf Ballastelemente, Flachdächer und das Connect-System. Also das Connect-System bieten wir in verschiedenen Neigungen auch an, aber nicht alle Neigungen. Die Steine, die wir dafür verwenden, sind die 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad, 20 Grad und 30 Grad Steine. Hier finden Sie also alle verschiedenen Neigungen. Es gibt beim 10 Grad gibt es auch die vertikale Option. Also, genau. Wir haben außer diesen vertikale Option und diese ganz normale Standardlösungen haben wir auch ein Segel-Connect-System, aber das sehen wir ein bisschen später an. Erstmal, ich zeige Ihnen nur das 10-Grad-Connect-System, sodass Sie das besser, ein bisschen besser verstehen, warum das, also diesen Stein man verwenden muss, also nicht muss, aber am besten verwendet für größere Dächer. Die anderen Steine, die wir bis jetzt gesehen haben, sind zumindest 45 Kilos bis 60, 64 Kilos schwer. Diese Steine, wie Sie sehen, sind nur 20, 22 und 33 Kilos. Und die sind also eine der, also ich würde sagen, dass wenn Sie einen Bericht für das Connect-System bekommen, und wir haben alles, das Windlast und alles für
für den Region, also für den Gebiet berechnen, würde sagen, dass das Connect-System würde, also ich würde da sicherstellen, dass auch im Fall eines Sturms würde das System, also mit dem System kein Problem geben. Auch wenn das Wind zum Beispiel über 140, 150 Kilometer pro Stunde ist. Das System ist sehr, sehr stabil. Genau. Und hier sehen wir die Steine. Also ganz am Anfang kommt der kleine Stein, der vordere Teil, und dann hintere, mittlere Stein und dann der Ende Teil. Diese Abmessungen und Abstände dürfen wir leider nicht ändern, aber eine Lösung dafür haben wir schon also gedacht, und wir haben verschiedene 10-Grad-Connect-Systeme. Also zum Beispiel, wenn Sie zwischen den Reihen nicht 64 cm Abstand haben möchten, dann können wir ein Connect Small, also ein kleines Connect-System verwenden. Das wäre dann die Abstand zwischen den Reihen nur 40 cm. Aber wenn das auch nicht gut genug ist und Sie möchten viel, also trotzdem weniger haben, haben wir auch ein Connect Small Small, also klein-klein System, die Abstand zwischen den Reihen sollte nur 30 cm sein. Diese Systeme, also finden Sie natürlich auf unserer Website, aber ich kann Sie auch gerne, wenn Sie mir einfach eine E-Mail schreiben, ich kann Sie auch gerne die Datenblätter und weitere Infos zusenden. Eine die beste, würde ich sagen, die beste Vorteile dieses Systems wäre die ganz geringe Gewicht oder Belastung aufs Dach. Wie Sie gesehen haben, also der Stein, die Steine, die verschiedenen Steine sind nur 20 oder 5, also, oder 33 Kilo pro Quadratmeter. Und auch wenn wir die Steine verdoppeln oder extra Gewichte hinsetzen, dann kommen wir die maximale Belastung, die ich bis jetzt mit dem Connect-System gesehen habe, würde 30 Kilo pro Quadratmeter sein. Aber es ist ganz einfach, 20 Kilogramm zu erreichen oder auch 15 Kilogramm pro Quadratmeter. Wenn die Gebäude nicht so hoch, also wenn die nicht so hoch steht, dann 15 Kilos pro Quadratmeter wäre also realistisch. Wie Sie sehen, also wir haben nicht viele Referenzbilder für kleinere Dächer. Das System ist natürlich für industrielle Anlagen gedacht. Genau. Natürlich, die Neigungen haben wir schon gesehen. Also es gibt 5, 10, 15, 20 und 30 Grad. Und dann gibt es auch eine andere, wie gesagt, ein Segel-Connect-System. Dieses Segel-Connect-System ist ist natürlich die ideale Lösung, wenn man einfach mehr Module hinbringen möchte. Aber das Problem mit diesem System ist, dass wir momentan es nur mit einem 5-Grad-Neigung anbieten und keine andere Variante. Deswegen, das ist eine gute Lösung, also für Optimierung natürlich des Raums, aber leider nur als 5 Grad. Genau. Hier sehen Sie also ein paar andere weitere Referenzbilder. Hier haben wir eine kleine Anlage gefunden. Okay. Und hier noch eine andere. Ich glaube, das ist in Spanien, diese Anlage hier. Gut, falls Sie Fragen haben für diesen Connect-System, können Sie mir gerne einen Chat schreiben. Es gibt keine. Gut. Dann machen wir einfach zu unserem nächsten System weiter. Ich würde sagen, Sie machen am meisten also Ost-West-Systeme. Also Sie installieren oder montieren oder planen zumindest am meisten Ost-West-Systeme. Gut, also ein Ost-West-System ist natürlich für uns nur ein Doppelreihe-System. Also wir nehmen einfach die Einzelreihe-Module, die Einzelreihe-Steine und wir montieren die nebeneinander. Das ist alles für uns. Es ist kein spezielles System. Wir bieten alle Steine, die Segelsteine, die Standardsteine, auch als eine Ost-West-Variante. Hier haben wir ein paar Bilder. Natürlich das Ost-West-System, also kann man auch als ein Pyramidsystem anbieten oder auch als ein Schmetterlingssystem, wie wir hier sehen können. Also ich glaube, hier, es fängt als ein Schmetterlingssystem an. Aber das, also wenn Sie als Schmetterling neben dem Dachrand anfangen, dann bedeutet das, dass die Anlage, zumindest diese Reihe, neben dem Dachrand windexponiert ist. Und das bringt natürlich höhere Windlastberechnungen bei uns
und sie würden dafür mehr extra Gewichte, Zusatzgewichte brauchen. Deswegen, meiner Seite ist es empfohlen, dass Sie, wenn Sie unser System verwenden, wenn Sie neben dem Dachrand einfach mit dem Pyramidsystem anfangen und dann im Innenraum des Systems ein Schmetterlingssystem planen. Das wäre die beste Lösung, um die höhere Windlastkoeffizienten zu vermeiden. Natürlich, das Software-System bieten wir eine quere Verlegung und Porträtverlegung, also vertikale und horizontale Verlängerung. Also, die sind nur verschiedene Referenzbilder. Auf unserer Website natürlich finden Sie Infos bezüglich des Auswärtssystems auch. Es wird aber, wie gesagt, es werden nur die ganz normale Standardsteine sein, aber als ein Ost-West-System ausgerichtet. Genau, also es sind nur die 10 Grad und 11 Grad, 5 Grad, 3 Grad Steine, weil die verwenden wir am meisten für Ost-West-Systeme. Natürlich den 15 Grad auch, aber es macht nicht so viel Sinn, außer wenn das Dach eine 5 Grad Gefälle hat. Die Steine hier sind die ganz normale Standardsteine. Auch wenn Sie auf dem Produktdatenblatt drücken und suchen, es wird die ganz normale sein, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Ja, das hat keine Differenz, also keinen Unterschied, macht keinen Unterschied. Gut, das Connect-System, das, Entschuldigung, das Auswärtssystem, das kennen Sie schon. Falls Sie Fragen dazu haben, kann ich gerne beantworten. Aber ich glaube, wir haben keine Fragen. Also das Auswärtssystem ist ganz klar. Also es gibt keine spezielle Anforderungen dafür. Gut, und jetzt gehen wir weiter zu den Neuheiten für letztes Jahr und auch dieses Jahr. Gut, also, wie Sie schon wissen, seit mehreren Jahren jetzt sind die Module viel größer geworden und natürlich unsere Steine waren damals für kleinere Module gedacht und sind für diese neuen Module nicht geeignet. Deswegen haben wir seit letztes Jahr neue Systeme angeboten. Der erste war dieser Stein. Das ist nicht ein System, sondern nur ein Stein. Aber das ist der 10L größere Stein, der größte, die wir hatten. Jetzt haben wir größere Steine. Mit diesem Stein ist nur eine vertikale Verlegung der Module möglich. Sie sehen hier, Verlegung vertikal. Und dieser Stein ist nur für größere als 1,8 Meter Module geeignet. Die Breite ist egal. Es muss der Stein, die Module müssen nur größer als 1,8 sein. Hier also eine Darstellung mit einem 2 Meter langen Modul. Dann die andere Lösung, die wir gedacht haben, wäre das NoFlex-System. Das NoFlex-System soll unter Zubehör sein. Genau, einfach auf Zubehör. Und hier sehen Sie das NoFlex-System. Also das NoFlex-System ist nur, wir legen einfach einen dritten Stein zwischen die zwei ganz Standard Module. Genau. Also 1, 2, 3 Steine. Und das natürlich, dann hat das Modul also 6 Befestigungspunkte anstatt 4, was natürlich von alle Module, ich würde sagen, also ich habe mehrere Montageanleitungen und Montageanleitungen nicht nur für verschiedene Strukturen, aber auch für Module gesehen. Und die meisten würden empfehlen 6 Befestigungspunkte für größere Panelmodulen. Und ja, das bietet das NoFlex-System an. Wir bieten das NoFlex-System nicht nur als Standardsystem, aber auch als Connect-System. Das heißt, das wäre das Standard-NoFlex-System. Also die bieten wir für alle Neigungen außer den 11-Grad-Stein, weil der 11-Grad-Stein ist zu kurz dafür. Also diese Verbindungsplatte, wie Sie sehen, ist nur 24, 25 Zentimeter lang. Und der 11-Grad-Stein ist zu kurz dafür, aber alle anderen Steine haben die Möglichkeit, in diesem System zu verwenden. Das bietet natürlich auch eine gute Unterstützung für die Paneele, für die Module, auch gegen Schnelllast. Nicht so hoch wie ein Profil, also wie ein Profil Montage, wenn Sie die Profile einfach
längs für die ganze Reihe montieren, dann wäre das natürlich viel besser. Aber bis zu 4000, 5000 Pascal würde das passen. Über 5000 in Tirol zum Beispiel mit 8000 Pascal ist es leider keine Lösung, weil die Verbindungsplatten selbst würden unten in diesem Druck sich brechen. Und ich würde das nicht empfehlen. Aber für bis 5000 würde das gut passen. Dann haben wir die andere Steine, die Connect-Steine. Beim Connect-Stein ist die Verbindungsplatte, das Snowflex-Platte, ein bisschen anders. Genau, diesen Connect-Stein bieten wir für alle. Also das Snowflex Connect bieten wir für alle Neigungen. Das heißt 15, 15, 20 und 30 Grad. Genau. Und die letzte Lösung, die wir jetzt anbieten, wäre das Industrial Excel System. Ein Industrial, also System ist natürlich für größere Anlagen gedacht, aber nicht nur. Das kann auch für kleinere Dächer verwendet werden. Das Industrial System ist jetzt ein Connect-System, aber für größere Module und für eine vertikale Verlegung der Module. Genau. Also das ist eine 3D-Ansicht des Systems. Ich glaube, ich habe das, ja, ich hatte das schon gesehen. Also die Steine, die Module kommen nur, also man darf die Module nur Porträt, also vertikal mit diesem Stein installieren. Und dann, wie Sie sehen, der mittlere Stein ist sehr lang. Und das lässt sich ein bisschen abstellen zwischen den Reihen wegen der Verschaltung. Die Neigung dieser Stein ist momentan nur 5 Grad. Aber wir versuchen natürlich auch eine andere Lösung dieses Jahr. Wir werden eine andere Lösung auch anbieten mit 10 oder mehr Neigungen. Hier sind ein paar Bilder. Noch was wichtig für diesen Stein ist, ist, dass die Schutzmatten, die wir normalerweise anbieten, sind ein bisschen anders und die sind ein bisschen dicker als die normale Schutzmatten, die wir für die Standardsysteme anbieten. Und wie Sie hier sehen können, also es gibt zumindest 2 bis 3 Schutzmatten pro Stein. Natürlich, was dieser Stein, warum wir diesen Stein angeboten haben, ist, um die Preiskosten größerer Anlagen zu reduzieren, weil wir haben gesehen, dass für sehr größere Anlagen, wo man, also die Module, man muss natürlich zum Beispiel in Spanien oder in Afrika 2 Meter lang 550 Watt Paneelen, Modulen verwenden, dann muss man mit unserem System entweder ein Snowflex-System verwenden oder den CL-Stein. Aber das Problem war, dass dieser Stein, der CL, ist 70 Kilos. Also das ist ein 70 Kilo Stein. Und das Snowflex-System bringt zu viel Gewicht aufs Dach. Manchmal, würde ich sagen. Manchmal, nicht immer. Aber mit dem Industrial Excel, ich glaube, also ich habe das Datenblatt momentan nicht, aber ich kann das später zusenden. Es ist momentan auf Italienisch und Englisch, aber es wird auf Deutsch auch in Kürze übersetzt. Mit diesem System bekommt man nur maximal, würde ich sagen, 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Und dann 20 und 15 Kilogramm pro Quadratmeter ist natürlich sehr realistisch. Also es wäre eine gute Lösung, weil sie würden nicht so viel Material brauchen, sie würden nicht so viel Belastung aufs Dach, also so viel Gewicht aufs Dach bringen. Und natürlich, das bringt reduzierte Kosten. Der Stein kostet ganz normal wie alle anderen Steine, aber sie würden viel weniger Material für die gleiche Anlage brauchen. Und es würde viel sicherer sein, also sie würden auch die Befestigungspunkte der Modulhersteller auch respektieren, weil bei einer vertikalen Verlängerung hat man ein bisschen mehr. Kann man ein bisschen mehr Abstand vom Befestigungspunkt bis zum Modulrahmen lassen. Genau, das ist also unsere neue Lösung für dieses Jahr. Das haben wir schon seit letztes Jahr auch angeboten, aber jetzt haben wir das getestet und wir bieten das offiziell an. Falls Sie zu diesem System Fragen haben, können Sie gerne die Fragen zustellen. Wenn nicht, dann mache ich einfach weiter. Ich werde nur ganz kurz ein bisschen die Kabelwind-Systeme erklären. Ich werde ein bisschen unser Planungstool vorstellen. Und ich glaube, das wäre alles.
Ich würde dann, wenn Sie Fragen haben, würde ich Ihnen beantworten, aber wenn Sie keine Fragen haben, dann würde das alles sein. Das Kablo-Win-System. Viele kennen das Kablo-Win-System, aber wollen es nicht verwenden. Das Problem ist, dass es macht die Montage ein bisschen kompliziert. Nicht kompliziert, sondern es braucht ein bisschen mehr Zeit. Das Kablo-Win-System, die sind nur U-Kanäle, also Beton-U-Kanäle, die hinter der Reihe kommen. Also für einzelne Reihensysteme, wo man eine sehr hohe Gebäude hat, sage ich mal 50 wahrscheinlich Meter, und man hat nur 20 Zentimeter Attika, nicht nur 50 Meter, aber auch 20, auch 10 Meter hoch. Die würden auch ein Problem bei großen Windgeschwindigkeiten sein. Sie würden viel extra Gewichte und viel Zusatzsteine bauen. In diesem Fall empfehle ich und unsere technische Abteilung immer ein Kablo-Win-System zu verwenden. Es ist nicht nur als ein Kabel, also es dient nicht nur als Kabelverlängerung, sondern auch als ein Windblech. Nicht ganz, aber die Windberechnungen, die wir dafür machen, sie haben ein bisschen niedriger Koeffizienten, weil es ist wie eine Profilschiene für die ganze Reihe der Module. Und die wird an jedem Stein, wie Sie hier sehen, an jedem Stein befestigt. Sehen Sie, also es kommt einfach eine Aluminiumschiene, also eine Aluminiumhalterung, und dann kommen die U-Kanal, und dann an beide Punkte, die Steine sind schon vorgebohrt, an diesem Punkt, ganz genau hier hinter der Stein. Und man kann da natürlich eine Emmag-Buchse dafür, also eine Emmag-Schraube dafür verwenden, um die Aluminiumhalterungen mit dem Stein zu befestigen. Hier sehen Sie auch jemanden, der das für Kabelverlängerung also verwendet hat. Und hier mit dem Segelsystem, hier ist eine 3D-Darstellung, genau. Und hier haben wir auch natürlich Schutzmatten. Wir bieten auch Schutzmatten, also für die Kabelwindsysteme auch haben. Sie würden sich ein bisschen wundern, wenn ich Sie sage, dass es kann sein, dass wenn Sie, ich lasse das Video ein bisschen, wenn ich das erkläre, wenn es ein, also das Kabelwindsystem bieten wir immer für Südsysteme, für Einzelreihensysteme, nicht für Ost-West-Systeme. Aber es kann sein, dass in einem Ost-West-System neben dem Dachrand eine Einzelreihe allein steht. Und diese Einzelreihe, diese berechnen wir mit 1,2, 1,6 CP-Koeffizient, wenn jemand von euch die CP-Koeffizienten kennt, die sind die Windlastkoeffizienten, die ich bis jetzt also gemerkt habe. Und das heißt, dass sie werden für die Ost-West-Teil der Anlage viel weniger Steine und Zusatzgewichte packen als für diese Einzelreihe. Diese Einzelreihe würde mit dem Kablo-Win-System nicht so viel extra Gewichte packen. Und deswegen bieten wir immer das Kablo-Win-System dafür. Es ist nicht Spezielles. Wir haben das Kablo-Win schon seit mehreren Jahren jetzt angeboten. Aber es ist deutlich einfacher, eine Windkalkulation mit dem Kablo-Win-System zu überprüfen, als mit einem ganz normalen, also Standardsteine. Und wir bieten natürlich die Kablo-Win-Systeme in verschiedene Längen an. Die erste Kablo-Winde, die sind für größere Paneelen, Standardpanel und vertikale. Die dritte ist für vertikale Verlegung. Genau. Technische Datenblatt, wie immer, auf unserem Website. Alles, was Sie auf unserem Website finden, soll auf Deutsch sein. Und alles, was ich für neue Systeme zusende, es kann auch sein, dass es momentan noch nicht übersetzt ist, aber auf unserer Website finden Sie alles auf Deutsch. Natürlich haben die Kablowinde auch, also die haben ein bisschen, die sind gebohrt für Wasser, also Wasserfluss, und dann auch für Kabelverlängerung, die haben mehrere Löcher. Genau, also das sind die Kablowins. Falls Sie Fragen für die Kablowins bezüglich Kablowins haben, können Sie mir gerne jetzt stellen. Haben wir momentan keine. Gut. Und jetzt unsere Konfigurator, die Planungstool. Unser Planungstool heißt InSun.
Also man schreibt INSUN einfach, kennen Sie einfach INSUN. Und es sollte, also dieses Jahr Login INSUN, also die Website sein. INSUN ist natürlich unser Partner, das ist nicht, das haben wir nicht selbst produziert, also das ist unser Partner. Und es ist ganz einfach, wir müssen Sie keinen Zugriff geben. Sie gehen einfach auf INSUN Login. Wenn Sie keine, also wenn Sie sich nicht angemeldet haben, dann Sie können einfach sich anmelden. Es gibt, ich glaube, auch verschiedene Sprachen. Hier gibt es also auf Deutsch. Sie können sich einfach die Angaben geben, sich anmelden und dann werden Sie natürlich Zugriff bekommen. Sie müssen also von unserer Seite keinen Zugriff erhalten. Auf unserer Website sollte unter nicht Forschung und Entwicklung, sondern unter Entwerfen Sie Ihr System. Hier sollte auch ein bisschen ein paar Videos geben, wo man erklärt, wie INSUN verwendet wird. Also das ist Herr Kalzer, unser Vertrieb, also unsere technische Abteilungsleiter. Und er erklärt ein bisschen, das ist auf Deutsch übersetzt, er erklärt ein bisschen, wie man INSUN verwendet. Es gibt also auch andere weitere Videos, wie hier von einer unserer Techniker, wo er alles erklärt von Anfang an, also von Erstellung neuer Projekte bis zu Skizzenmaßnahmen, 3D. Also Erstellung, Einführung, Verwendung, Validierung, Positionierung. Und nicht nur für Sambalast, sondern auch für Sankong. Sankong sind unsere Profilschienen. Hier ganz unten gibt es also eine generelle Video dafür. Falls Sie Fragen haben, können Sie mit uns hier chatten oder einfach kontaktieren. Ja? Falls Sie Fragen zum Konfigurator haben, können Sie mir gerne stellen. Normalerweise, der Konfigurator hat auch eine Option, wo Sie Ihre Zeichnung, Ihre Anlage, die Sie gerade gezeichnet haben, mit uns mitteilen können. Sie müssen keine spezielle E-Mail oder sowas geben. Sie können einfach auf Validierung drücken und das kommt direkt an unsere technische Abteilung. Auf die Videos hat der Kollege alles erklärt. Also von Anfang an und auch Mitteilung mit uns. Genau, ganz hier unten. Genau, das war unser Konfigurator und unsere verschiedenen Systeme. Jetzt gehen wir ein bisschen zu unserem technischen Büro. Ich habe natürlich während des Webinars darüber ein bisschen gesprochen. Unser technisches Büro, wir haben 30 Techniker zumindest, nicht 15, das ist ein bisschen alt, wir haben 30. Die jeden Tag hunderte Projekte überprüfen und an unsere Kunden oder Neukunden zu senden. Wie Sie wissen, falls Sie bei mir eine Anfrage geschickt haben, ich schicke Sie immer ein Formular oder ich frage immer nach einer bemasterten Draufsicht oder Obersicht oder Verlegungsplan oder Belegungsplan, egal was Sie zur Verfügung haben, das an mir zuzusenden, weil es ist wichtig, um die Windlastberechnungen durchzuführen, weil unsere Struktur ist natürlich nicht wie andere Strukturen. Also es wird nicht aufs Dach gebohrt, also es wird nicht mit dem Dach direkt befestigt. Und wir müssen dafür Windlastberechnungen und verschiedene Kalkulationen tun. Ansonsten, es gibt ein großes Risiko und keine Garantie unserer Seite, dass die Anlage stabil wird. Ich glaube, ich habe eine Frage. Das ist eine gute Frage eigentlich. Gibt es die Möglichkeit und Erfahrung, wie euer System in PV-Soll eingegeben wird? Das ist schwer zu sagen. Wir haben momentan das haben wir momentan nicht gedacht, das haben wir nicht vor momentan. Aber ich werde natürlich alle eure Empfehlungen an unsere Verwaltung weiterleiten. Für mich wäre das auch eine gute Lösung, weil die mehrere Solarindustrie-Experten, die arbeiten entweder mit Solar Edge oder PV-Soll
und oder BV-Syst, also System, BV-System. Und die würden am besten diese Konfiguratoren verwenden, aber einfach unsere Strukturen, also ab diesem Konfigurator zu haben. Das wäre eine gute Lösung, weil dann muss man nicht einen neuen Konfigurator von Anfang an lernen und man kommt wahrscheinlich nicht zurecht oder man will das nicht machen. Deswegen wäre das eine sehr gute Lösung. Aber wie gesagt, wir bieten immer selbst kostenlose technische Berichte, also Windlastberichte und alles. Mit BV-Sol leider nicht. Aber Sie können mir immer die Dokumenten, also die als PDF oder als Link zusenden über SolarEdge oder BV-Sol und ich werde die Anfrage bearbeiten. Genau. Es würde wahrscheinlich ein paar, 2 Tage maximal dauern. Wenn Sie das gleichzeitig an dem Tag haben möchten, können Sie mir gerne per E-Mail schreiben. Es ist also sehr dringend. Ich würde es gerne heute haben. Und wir werden das natürlich für Sie vorbereiten. Genau. Falls Sie Fragen zu diesem Bericht haben, also es gibt verschiedene Berichte, die wir erstellen. Es gibt nicht nur komplette Berichte mit Windlastberechnung. Wir machen auch nur ganz einfache Zeichnungen. Es kann sein, dass wir manchmal auch 3D-Zeichnungen machen, wenn der Kunde das haben will. Und wir machen eine ganz spezielle letzte Berechnung, die natürlich Geld kostet, aber da berechnen wir alles und wir geben Garantie mit der Unterschrift unserer Seite, dass egal was passiert, es ist unsere Verantwortlichkeit, nicht Ihre. Aber dafür muss man natürlich etwas zahlen. Das hängt vom Projekt ab. Genau, das ist unser technisches Büro. Also ich bin im direkten Kontakt mit dem technischen Büro als Ansprechpartner für Sie. Ich bekomme Ihre Anfrage, bearbeite und die an die technische Büro weiterleite. Deswegen, es wäre optimal, wenn Sie das an mir vor der Bearbeitung erklären, was der Kunde, was Sie genau haben möchten, sodass wir die Projekte nicht mehrmals anpassen müssen. Und nur eine weitere Frage, die ich ganz oft bekommen habe, ist die Verwendung der Profilschienen mit den Steinen. Ich sage immer, es ist möglich, es ist eine gute Option, es ist eine gute Lösung. Es kostet ein bisschen mehr, weil Sie müssen die Steine, die Profile beim Flat oder jemand anders bestellen. Aber es wäre eine gute Lösung und das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass wir selbst können dafür keine Windlastberechnungen durchführen, weil es ist nicht unser Produkt und die Steine sind dann mit, also mit diesen Profilschienen nicht getestet. Weil wir haben die Steine auf unserer Website, finden Sie unsere Dokumente, finden Sie alle Zertifikationen, Überprüfungen, Patenten, Broschüre, Katalogen, also alles, was Sie haben möchten, finden Sie hier. Und also eine Beschreibung des Systems, falls Sie eine Ausschreibung haben und das System beschreiben, also zu jemandem vorstellen möchten, alles steht hier. Die Windkanaltesten sollen auch hier sein, genau, ganz hier. Genau, also die Windkanaltesten, die wir durchgeführt haben, also die sind mit normaler Befestigung gemacht ist. Die haben wir nicht mit Profilschienen gemacht. Die Struktur selbst, die Profilschienen sind nicht in unserem Sortiment und ich kann das leider nicht berechnen. Aber es ist eine gute Lösung. Im Fall, wenn Sie eine Anlage haben, wo Sie Profilen verwenden möchten, können wir natürlich unsere Lösung anbieten, aber Sie können danach Profilschienen verwenden. Wichtig ist nur, dass die Abstand zwischen die Steine und die Module nicht über 20 cm hoch steht. Weil wenn man ein Profil verwendet, es kann sein, dass das Modul ein bisschen höher steht, also vom Befestigungspunkt. Und es muss nicht mehr als 20. 20 ist zu viel. Und dafür bekommen Sie leider keine Garantie unserer Seite. Gut, das war's für die technische Abteilung. Die PV-Soll-Frage habe ich beantwortet. Gut. Technische Büro, wie gesagt, hat mehrere Experten. Manche können auch Deutsch und verstehen ihre Anfragen, manche nicht, aber am besten geht das über mich. Gut, Kontakte, das ist nicht meine beste Foto, finden Sie hier. Ich habe jetzt auch neue Kollegen, deswegen haben wir hier also nicht eine, aber mehrere neue Kollegen für die also für die Bereiche in Deutschland, Schweiz und Österreich, die mir helfen.
Aber hier finden Sie meine Kontaktdaten. Sie können mir gerne anrufen. Ich bin also normalerweise ab 8 Uhr bis 4 Uhr verfügbar, aber manchmal auch bis 6 Uhr. Unsere Website finden Sie unten. Meine E-Mail-Adresse. Sie können mir immer gerne eine E-Mail schreiben. Also, das war's. Meine Seite. Wenn Sie noch was, eine Frage oder was anderes wissen möchten, können Sie mir gerne jetzt schreiben oder nachher. Gut, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.